Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Legends. Die Showdowns haben wir für diese Woche erledigt. Jetzt geht's um die eigentlichen Legenden. Es geht im ersten Spiel um Dan Marino von den Miami Dolphins. 3 Sterne-Herausforderung, wir sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir für mindestens 4 Passing-Touchdowns sorgen. So, es geht gegen die Dolphins. Da sehen wir unsere Cowboys. Wir sind hier im AT&T Stadium. Wir eröffnen das Spiel mit einem Onside-Kick, denn wie gesagt, 4 Touchdown-Pässe. Da brauchen wir auch ein bisschen Zeit für. Deswegen will ich die Dolphins nicht lange im Ballbesitz lassen. Was für ein Hit. So, da kommt die Offense auf das Feld. Quarterback ist Ryan Fitzpatrick. Ich habe ja so ein bisschen auf Tua gehofft, aber so wie es aussieht, wird wohl auch Fitzpatrick erstmal der Starter der Dolphins sein, wenn die NFL-Saison jetzt startet. So, wir stellen unsere Defense entsprechend auf. 1. und 10 an der 44-Yard-Linie also. Und wir verteidigen erstmal in einer Man-to-Man-Defense. 1. und 10 an der 44. Und gleich ein wunderbarer Pass von Fitzpatrick. Wilson mit dem Catch. Ball an der 29-Yard-Linie der Cowboys. 1. Versuch und 10 für die Miami Dolphins. So, wir wechseln beim 9. und 10 in eine Zonenverteidigung. An der 29 ist der Ball. Lauf über die Außen und da ist eine Riesenlücke. Freunde, was ist denn da los? Auweia, die Miami Dolphins zeigen aber gleich mal, wo es hier lang geht. Matt Breda, ehemaliger Niners-Spieler mit dem Rushing TD. Das waren 2 Spielzüge und schon stand Miami in der Endzone und der PT ist geblockt. Also nur ein 6:0. Die Special Teams der Cowboys setzen hier das 1. Ausrufezeichen. So, wir sehen den Kick-Off. Der Ball in der Luft kommt an der 1-Yard-Linie herunter. Jetzt der Return der Cowboys. Cooper gestoppt an der 28-Yard-Linie. Das ist ein 1. Versuch und 10. Tja, da ist die Nummer 13. Das ist Dan Marino im Trikot der Cowboys. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Er hat ja seine gesamte Karriere bei den Dolphins verbracht. So, 4 Passing-TDs. Jetzt haben wir Dan Marino. Da müssen wir werfen. Gallup schicken wir auf eine In-Route. Wir achten auf Cooper bei diesem Play-Action-Spielzug. Und das ist Michael Gallup. First down an der 29-Yard-Linie von Miami. Das war schon mal ein Play, wo du denkst, okay, Marino, der hat's im Arm. Jarwin und Cooper attackieren von der rechten Seite aus. Marino ist jetzt kein Dak Prescott. Scramblen werden wir nicht mit ihm können, aber hier auch ein Riesen-Catch von Amari Cooper. First and goal an der 6. Cooper und Johnson gehen von links aufs Lenz. Amari Cooper frei in der Endzone. Touchdown für die Dallas Cowboys. Wir haben den 1. Passing-TD damit erzielt. Und das ging sehr, sehr einfach. So, jetzt versuchen wir es mit dem PET. Und der ist gut. Das heißt, die Cowboys gehen in Führung. 7:6 gegen die Miami Dolphins. Ach, so ein Dan Marino, das ist schon schick. Wir sehen den Kickoff der Cowboys. Ball an der 5-Yard-Linie, der Return. Oh, da wird ein Tackle gebrochen. Geht zur 27-Yard-Linie. Das ist ein 1. Versuch und 10 für die Miami Dolphins.
Wir verteidigen mal. Ja, in der Cover 4 würde ich ungern verteidigen. Das beraubt uns unsere kompletten Stärken. Wir gehen in eine Man-to-Man-Defense. Erster und 10 an der 27-Yard-Linie. Lauf durch die Mitte. Neues First Down für die Miami Dolphins. Cowboys bleiben in der Man-to-Man-Defense. Erster und 10 an der 37-Yard-Linie. Kein gutes Tackling hier. Gesicki mit dem Catch. Zweiter und 4. Und wir versuchen jetzt mal Druck zu machen. Versuchen Druck zu machen auf Fitzpatrick. Das sieht nach einer Laufaufstellung auf. Oh, da schaut euch diese Lücke an. Die Dolphins gerade an der Line dominieren hier die Defense der Cowboys. Wir wechseln nochmal wieder eine Zonenverteidigung. Wir haben noch nicht das Rezept gegen diese Offense gefunden. Erster und 10 an der 48. Ein Lauf und der war mal gut verteidigt. Das war jetzt aber auch mal wichtig, dass so etwas auch mal wieder funktioniert. Zweiter Versuch und 8. Wir nähern uns schon dem Ende von Quarter Nummer 1. Das ist ein neues First Down für Miami an der 37 der Cowboys. Und jetzt ist das erste Quarter schon vorbei. 4 Touchdowns sollen wir erzielen, einen pro Quarter. Wir sind also aktuell im Fahrplan. Erster und 10 an der 37-Yard-Linie. Tackle an der 30-Yard-Linie. Fitzpatrick ist 4 von 4. Hat also bis dato jeden seiner Bälle angebracht. Und wir versuchen jetzt mal unser Glück in einer Cover 3. Es ist egal, was ich spiele. Fitzpatrick hat die Antwort. Der Ball in der Red Zone der Cowboys an der 13-Yard-Linie. Erster Versuch um 10. Cowboys verteidigen jetzt in einer Cover 4. Werden wir versuchen, Fitzpatrick die Anspielstation zu nehmen. Ball an der 1-Yard-Linie, aber das ist ein unglaublicher Drive. Mein Gott, was legen die hier hin? First and Goal. Touchdown Miami Dolphins. So, jetzt bin ich gespannt. Nein, noch kein PET. Keine Two-Point-Conversion. Wir sehen einen normalen Point after Touchdown. Diesmal ist alles gut. Miami geht wieder in Führung 13 zu 7. Aber das war ein Wahnsinns-Drive. So, wir brauchen einen weiteren Passing-TD. Nehmen den Ball auf an der eigenen 5-Yard-Linie am Amari Cooper. Der sucht eine Lücke, kommt an die 34-Yard-Linie. Das ist ein neuer erster Versuch und 10 für die Offense der Cowboys. Cowboys Slot Slant. Jarwin und Cooper attackieren von der rechten Seite. Der Ball geht wieder zu Amari Cooper. First down. Der Ball ist an der 34-Yard-Linie der Dolphins. Das wird ein Shootout hier. Two-Minute Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit hier im AT&T Stadium. So, Double Slant. Cooper und Johnson von der linken. Gallup von der rechten auf Slant Routes. Der eine Safety zeigt den Blitz. Der kommt auch und da wird Johnson aufgehalten. Da läuft er seine Route nicht zu Ende. Das mag ich ja mal überhaupt nicht. Zweiter Versuch und 10. Ball immer noch an der 34. Cooper, Jarwin und Gallup attackieren von der rechten Seite aus. Oh, das ist ein sicherer Catch von Michael Gallup. First down Cowboys. An der 10-Yard-Linie. First and Goal ist es sogar.
Ja, jetzt muss der Ball nur noch in die Endzone. Wir nehmen einen normalen Slant-Spielzug mit Cooper und Gallup von der linken, Johnson diesmal von der rechten Seite. In der Mitte ist alles frei. Amari Cooper sagt Dankeschön. Touchdown für die Dallas Cowboys. Der zweite Passing-TD. Und der PET ist gut. 14 zu 13 führen die Dallas Cowboys. 1:26 noch zu spielen in der ersten Hälfte. Und jetzt sollte unsere Defense bitte einmal in der Lage sein, diese Offense zu stoppen. An der 9. Miami mit dem Return gestoppt an der 27-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Dolphins. So, wir gehen in eine Cover 4, ziehen uns zurück. Und das ist wieder einer von diesen 10-Yard-Pässen. Die hauen die hier wirklich ununterbrochen raus, die Dolphins. Ball auf den Tight End, Ball ist schon wieder an der Mittellinie, Timeout, Dolphins. Ja, ich wünsche mir hier, dass Miami nicht scoren wird. Aber das wird richtig schwer. Erster und 10. Cowboys jetzt in einer Cover 3. Fitzpatrick wirft. Oh, der war schlecht. Die erste Incompletion von Fitzmagic. Ein 2. und 10 an der 50-Yard-Linie jetzt. Vollständiger Pass, Ball an der 45, Miami mit dem nächsten Timeout, aber wir haben einen dritten Versuch und 5. Haben jetzt die Chance, endlich einmal die Dolphins zu stoppen. Und das gelingt, wunderbares Tackle. Das war sogar ein Incomplete Pass. Wir haben einen 4. und 5 an der 45-Yard-Linie, wir schicken unsere Safe-Formation auf das Feld. Ich möchte hier nicht riskieren, dass die Dolphins hier irgendwie versuchen zu faken. Der Ball geht ins Aus an der 24-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Wir haben noch 43 Sekunden auf der Uhr. Wir haben noch alle drei Auszeit. Miami blitzt von der rechten Seite. Heißt, wir achten mal da drauf. Da tut sich doch eine Riesenlücke auf. Und das ist Amari Cooper. First down an der 48-Yard-Linie. Die Cowboys mit einer No-Huddle-Offense stellen sich direkt wieder auf. Und wieder geht der Ball raus zu Amari Cooper. Timeout Cowboys. Wir sind an der 32-Yard-Linie der Miami Dolphins. Neben den Cowboys Slots Land. Jarwin und Cooper von der rechten Seite. Noch 12 Sekunden auf der Uhr. Cooper mit dem Ball. Und wir sind an der 3-Yard-Linie. 5 Sekunden vor dem Ende der Halbzeit. Ein schneller Pass in die Endzone. Wir werden es probieren. Quick Slant. Der Blick geht zu Cooper. Und das ist der Touchdown für Dallas. Dritter Passing TD. Amari Cooper lässt nicht viel übrig von den Dolphins. Jetzt ist es eine 8-Punkte-Führung. Kickoff der Cowboys 3 Sekunden vor dem Ende. Heißt, wir werden noch einen Return zu sehen bekommen. Und das müsste es danach eigentlich gewesen sein. An der 6-Yard-Linie. Gestoppt an der 24, damit ist Halbzeit. Die Cowboys führen 21 zu 13 gegen eine extrem starke Offense der Miami Dolphins. Dallas noch ohne ein einziges Rushing Yard. Sehr gut, wir müssen hier erstmal die Passing-TDs erzielen.
Da sehen wir den Touchdown-Run zur Führung der Dolphins. Und hier der Touchdown-Pass auf Cooper. Einer von den dreien. Die Miami Dolphins müssen, können, dürfen die zweite Hälfte der Partie eröffnen. Der Ball ist unterwegs an der 5-Yard-Linie, nimmt Amari Cooper den Ball auf. Retourniert an die 32-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Offense der Cowboys, angeführt von Dan Marino. Da sehen wir den Catch von Gallup. Amari Cooper. Ja, das sind Wide Receiver. Das macht schon richtig Spaß. Tja, und ein Pocket Passer vor dem Herrn namens Dan Marino. So, wir werden jetzt aber mal versuchen, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen und vor allen Dingen Fitzpatrick draußen stehen zu lassen. Laufspiel, Eddie George. Und der pusht sich hier gleich mal bis kurz vor die Mittellinie. Erster Versuch und 10 an der 49-Yard-Linie. Der nächste Run, wieder ist es Eddie George. Wir sind in der Hälfte von Miami an der 45-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 4. Wir können jetzt hier relativ beruhigt laufen. Wir brauchen ja nur noch einen einzigen Passing TD. Und wenn Eddie George uns den mit seinem Laufspiel vorbereitet, habe ich da gar nichts gegen. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie von Miami. Wieder Eddie George. Ah, da muss er früh in den Move hinein. Macht nur 4 Yards. Zweiter Versuch und 6. Ihr seht, wir können die Uhr hier wunderbar kontrollieren. Eddie George mit dem Run durch die Mitte. Das ist ein neues First Down an der 23-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, Shark Halfback Wheel. Jarwin attackiert die Mitte. Wir achten auf Cooper, der kommt von links. Der Ball geht zum Tight End. Das ist ein neues First Down an der 12. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, jetzt ist Elliott auf dem Feld. Der gute Eddie George braucht noch mal eine Pause. Und auch Elliott weiß, wie man den Ball nach vorne bringt. Wir sind an der 3-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 1. Und jetzt müssen wir aufhören zu werfen, denn wir brauchen ja einen Passing TD, keinen Rushing TD. Wir achten auf Amari Cooper im Slot. Oh, Marie. Das ist keine gute Idee. Da dachte ich gerade, ich hätte ja noch einen Dak Prescott. Mit dem kannst du auch mal scramblen. Mit einem Dan Marino nicht. Dritter und 12. Cooper und Gallup von der linken Seite. Johnson kommt von rechts auf Slant Routes. Wir brauchen einen TD. Und Amari Cooper holt ihn uns. Wunderbarer Wurf von Marino. Da konnte wirklich nur Cooper drankommen. Wir haben die 4 Passing TDs mit dem Ende des dritten Quarters erledigt. Jetzt noch der PET. Und es steht 28 zu 13. Heißt, wir haben eine 15-Punkte-Führung. Miami braucht jetzt im Schlussquarter 2 Touchdowns. Und deswegen war es so wichtig, dass wir mit Laufspiel so viel Zeit von der Uhr genommen haben, denn das setzt jetzt die Offense rund um Fitzpatrick richtig unter Druck. An der 6-Yard-Linie wird der Ball von Miami aufgenommen. Der Return ist gestoppt an der 24-Yard-Linie. Das ist ein Erster und 10 für die Dolphins. So, wir lassen uns fallen. Cover 4, Verteidigung gegen den Pass. Schauen wir mal, was Miami jetzt noch zeigt. Wow, Incomplete Pass. Da wäre sogar ein Fumble möglich gewesen. Zweiter Versuch und 10. Cowboys nur mit 3 Mann an der Line. Aber mal aber komplett ins Leere geholzt mit dem Hitstick. Dritter Versuch und 4. Wir haben Miami bei einem dritten Versuch.
Der Ball ist an der 30-Yard-Linie. Und der ist incomplete und Interception. War das Sean Lee? Der nimmt den getippten Ball auf. Turnover. Ballbesitz Dallas Cowboys an der 47-Yard-Linie der Miami Dolphins. 3 Minuten 16 noch zu spielen im vierten Quarter. Miami braucht jetzt ein Turnover. Ah, der hätte ich nach innen ziehen sollen. Das war keine gute Entscheidung. Zweiter Versuch und 10. Und selbst wenn wir hier ein 3 and out haben, nehmen wir nochmal wieder Zeit von der Uhr. Aber von einem 3 and out möchte ich gar nicht reden, denn wir haben Eddie George als Running Back. Bringt den Ball schon wieder an die 40-Yard-Linie. Dritter Versuch und 2. Wir nähern uns dem 2-Minute-Warning. Und das hat nicht gereicht. Wir sind an der 38-Yard-Linie der Miami Dolphins. Jetzt läuft die Uhr runter bis zum 2-Minute-Warning. Und diesen vierten Versuch, oder sollen wir mal ein Field-Goal faken? Das wäre ja auch mal eine Nummer. Prescott müsste doch unser Holder sein. Oh nein, wir bekommen gar nicht die Option für ein Field-Goal. Das trifft mich aber hart. Vierter und 1. Die Cowboys holen das neue First Down. Eddie George, und der holt nicht nur ein First Down. Der legt einen Rushing TD oben drauf. Also beim vierten und 1 einen Rushing Touchdown zu kassieren. Holla die Waldfee. 35-13 der Spielstand. Ich glaube, die Cowboys haben in der zweiten Hälfte mit diesem Laufspiel über Eddie George die Miami Dolphins einfach nur komplett zermürbt. Der Kickoff ist unterwegs, geht an die 4-Yard-Linie. Jetzt der Return von Miami und der ist gestoppt an der 29-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10 für die Dolphins. 1:51 noch zu spielen. Beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Bei 22 Punkten Rückstand rechne ich nicht damit, dass Miami hier noch groß aktiv werden wird. Fitzpatrick wirft den Ball weg. Auch von ihm, von der ganzen Sicherheit, die er in der ersten Halbzeit hatte, nichts mehr zu sehen. 2:10. Vollständiger Pass über die Mitte. Ball an der 32-Yard-Linie. Und die Miami Dolphins nehmen ein Timeout. Also aufgegeben haben sie sich noch nicht. Da soll noch etwas möglich sein. Und wenn es nur darum geht, das Ergebnis noch ein bisschen zu verbessern. Dritter und 7, der Ball an der 32-Yard-Linie. 1:32 noch zu spielen. Incomplete Pass, gut verteidigt. Vierter und 7 und den spielen die Dolphins tatsächlich aus. Und er ist intercepted. Byron Jones, der neue Dolphin. Noch ist er bei unseren Cowboys hier im Team. In der NFL spielt er jetzt leider im Süden Floridas. Erster und 10. Ballbesitz Cowboys. Ja, und jetzt nimmt auch Miami keine Auszeiten mehr. Zweiter Versuch und 6. Der Ball ist an der eigenen 47-Yard-Linie. Eddie George bringt den Ball über die Mittellinie an die 49. Das ist ein dritter Versuch und 1. Wir gehen per Audible in einen Passspielzug. Achten auf Cooper. Und der kann den Ball nicht festhalten. Das sehen wir auch nicht alle Tage. Wir sind kurz vor der Mittellinie. Vierter und 1. Da haben wir ja gute Erfahrungen mit. Blitz von der linken Seite. Wir laufen mit Eddie George durch die Mitte und das ist ein neues First Down. Kein Touchdown diesmal, nur ein neues First Down, aber genau das, was wir wollten. Jetzt können wir die Uhr runterlaufen lassen. Das wird das letzte Play hier im Spiel sein. Nochmal Eddie George.
Und der bricht ja nochmal durch. Nein. Kommt an die 6-Yard-Linie. Aber was für ein Run. 145 Rushing Yards in der zweiten Hälfte für Eddie George. Das war schon ein Riesending. 35-13 schlagen wir die Miami Dolphins. Wir holen alle 4 Sterne, Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.